Hallihallo, Hallöchen und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu The Teenants. Jetzt wollen wir gerade mal diesen Job hier abgeben, nachdem wir ihn beendet haben. Wieder einmal mussten wir das Strandhaus renovieren. Ich weiß nicht, was sie in der Zwischenzeit mitgemacht hat. Das sah aus wie vorher, vor unserer anderen Renovierung, die wir davor gemacht haben. Aber anscheinend gefällt ihr das auch. Aber ich glaube, beim letzten Mal mussten wir die Wände auch blau streichen, oder? Irgendwie meine ich mich da an etwas erinnern zu können. Na gut, jetzt wollt sie die Wände grün haben. Ja, aber so ganz glücklich mit Farbe und Boden schien sie nicht. So, und da... Durch, dass wir jetzt diesen Job schon das zweite Mal gemacht haben, kriegen wir noch mehr Gegenstände freigeschaltet. So, wir haben Nachrichten bekommen. Onkel hat was repariert, alles gut. Ein paar deiner Designentscheidungen in dieser Wohnung gefallen mir weniger. Ich hoffe, dass wir einer Meinung sind und du das in Ordnung bringst. Meine Mutter meinte, dass ich mehr Bewegung bräuchte. Über eine Sportausrüstung in meinem Schlafzimmer würde ich mich freuen. Das ist doch der, der bei uns im Wohnwagen wohnt oder im Wohnmobil. Wie soll ich denn dort bitte Sportgeräte installieren? Keine Ahnung. Machen wir aber nicht. Ich habe nicht Medien, ich habe eben Medizin gelesen. Ich glaube, über Medizin freut er sich nicht. Pflanzen. Boah, ich weiß nicht, ob er sich über Pflanzen freut. Aber wie wir schon gelernt haben, über Kuchen freut sich jeder. So. Ausstehende Beträge überwiesen. Nee, machen wir nicht. Aber dafür kommt doch jetzt lecker Kuchen. Wenn du an die Tür gehen würdest. So. Was haben wir denn jetzt hier? Noch eine Bewertung. Ja, die ist nicht so glücklich gewesen. Guck mal, die beiden Minuspunkte, die wir gemacht haben, machen wir jetzt gerade wieder plus. Sehr gut. Tolles Geschenk. Danke, mag ich sehr. Ja, sehr gerne, ne? So. Dann bräuchten wir sobald mal eine neue Wohnung. Weil wir sollen immer noch eine Wohnung an zwei Mieter vermieten. Achso, nee, warte mal. Stimmt. Gibt ja noch weitere Ecken, ne? Vorstadt und Manhattan. Achso, Manhattan ist noch nicht, ja, erstellt sozusagen, aber die Vorstadt... Hm. Aber ich möchte schon gerne mal ein paar weitere Immobilien kaufen. Immobilien kaufen. Kommende Auktionen. Da ist nichts bei, was wir uns so wirklich leisten könnten. Außer wir würden tatsächlich einen Kredit aufnehmen. Hier könnten wir das hier. Wird bald vermietet. Ist relativ groß, die Wohnung. Wenn man so hier schon den Umriss sieht. Dann, was haben wir hier? Hier. Das würde ich mal fast behaupten, genauso groß. Ich glaube, die könnten wir uns nicht leisten. Die ist aber riesengroß. Da ist irgendwas kaputt. Da müssen wir uns mal drum kümmern. Da. Ja, du weißt doch. Ich kümmere mich um alles. Zumindest um alles, was nötig ist. Ich kann halt nur nicht zaubern und da dem Mieter, der in dem Wohnmobil wohnt, Sportgeräte reinstellen.
So. Also, den Kredit kriegen wir nur über 50.000 Geld. Ich möchte nachher natürlich relativ schnell weg davon. Aber ich glaube, 8.000 können wir uns nicht leisten. Nee, guck mal. Wir haben eine Bilanz, also eine positive ist schon mal sehr gut, von 2.000 Geld um und bei. Ja. Das heißt, das könnten, selbst wenn wir noch eine weitere Wohnung hätten, dann hätten wir vielleicht maximal Glück. Oder wenn wir Glück haben, dass wir vielleicht nochmal 1.000er mehr kriegen. Aber mehr ist das im Endeffekt auch nicht. Das heißt, wir sollten uns eine vernünftige Immobilie kaufen. Ah ne, hier auf dem Handy war das ja. Mit der Bank. Ne, 8.000 Euro oder 8.000 Geld können wir uns definitiv nicht leisten. 4.000 vielleicht möchte ich aber nicht. Na gut, um so ein... Höher wird nachher der Kreditbetrag, den man im Endeffekt zurückzahlt. Aber 3.000 Geld ist nun mal halt drinne. Das ist okay. So. Er hat das Geld überwiesen. Sehr gut. Genauso wie sie. Die Bank freut sich natürlich. Vielen Dank, dass du unsere Dienstleistungen in Anspruch nimmst. Wir freuen uns über Kunden wie dich. Vielen Dank, dass du einen Kreditvertrag bei unserer Bank unterzeichnet hast. Wir erinnern dich daran, Raten pünktlich zu zahlen. Und er hat auch ebenfalls das Geld überwiesen. So, jetzt haben wir nämlich eine negative Bilanz. Ja. Gut, dann kaufen wir uns halt einfach jetzt noch eine Wohnung dazu und dann müsste das halt auch irgendwann in die positive rutschen. Hoffe ich. So. Drei stehen zum Verkauf. Ach nee, eine steht zum Verkauf. Oh. Oh, 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 oh. So, ich würde mir gerne mal die hier angucken. Kann ich die sehen? Die ist zu teuer. Die könnten wir uns leisten. Die können wir uns auch gar nicht leisten. Möchte ich auch gerade nicht. Oder die hier. Räume 2, 12 Kacheln. Die ist größer. Die wäre sogar einzugsbereit, aber das ist mir egal. Ich würde... Oh, sieht eigentlich gar nicht so schlecht hier aus. Oh Gott, ach, das ist... das hier mit dem super tollen Gaming-Raum. Der gar keinen Sinn macht. Es ist auch schön, dass ich das kaufen kann. Und Onkel da die ganze Zeit in die Ecke gestarrt hat. Na, Onkel, was sagst du zu dem Raum? Was? Scheiße. Ist auch noch positiv. Aber ich hätte hier tatsächlich, glaube ich, gerne zwei Leute untergebracht. Ja, oder? Ich überlege gerade, oder ob wir die andere doch lieber kaufen sollen. Wobei... Eine Möglichkeit, irgendwas zu kaufen, kriegen wir auch noch später. Das ist ja jetzt nicht dramatisch. Onkel scheint nicht so begeistert zu sein. Beziehungsweise, was sagst du denn hier zu der Heizung? Heizungen sind wichtig, Heizungen sind teuer, wenn du dir eine neue Heizung kaufen musst. Na, 96.000 ist der Wert dieser Immobilie. Ja, sehr viel mehr wollen wir auch nicht bezahlen, ne? Ja, komm. Wir legen einen drauf. Scheiße, und wir kriegen es auch noch, ne? Ich wollte gerade sagen, nee, aber da bin ich raus. Ja, bin ich raus bei 99.000. Ja, ja, ich weiß, dass es fehlgeschlagen ist. Wir kriegen aber auch noch weitere Möglichkeiten. So ist das jetzt nicht. So, dann gucken wir mal, was wir hier denn noch für Möglichkeiten haben. Kaufen. Du. Hier wollten wir teilnehmen, ne? Oh ja. Hier könnten wir wirklich Glück haben, dass wir die günstig kriegen, glaube ich. Na gut, die ist wirklich ein Ticken kleiner.
Das heißt, ein Ticken, die ist ganz schön klein. Im Gegensatz zu der anderen Wohnung, die wir eben hatten. Aber ich möchte nicht sehr viel mehr als bezahlen, als die Wohnung im Endeffekt wert ist. Vor allem hier können wir den Wert ja noch wirklich steigern, indem wir hier nachher renovieren und machen und tun. Warum gibt es hier zwei? Ich weiß nicht. Ja, aber im Endeffekt möchte ich trotzdem nicht viel mehr bezahlen, als Onkel nachher das einschätzt und sagt, das ist das wert. So, 95.000 ist die Immobilie wert. Ja, vielleicht auch, weil das hier ein besserer Standpunkt ist, ich weiß es nicht. So, was sagst du? 93.000, gehen wir mit. Kein Problem. Was? Ach komm, die 96 machen wir auch noch. Ja, siehst du. Anscheinend hast du jetzt wirklich den Dreh raus. Diese Wohnung sieht echt toll aus. Glückwunsch. Ich finde die nicht schön. Die machen wir schön, ja. So, reinigen. Und da können wir noch ordentlich was rausholen, glaube ich. So. Oh, kaputt. Schade. Ja, das ist natürlich heil. Toll. Risse an den Wänden gibt es hier nicht, ne? Nee. Gut. Dann ist es das schon gewesen. Onkel muss nur noch das entfernen. Ja, und ich glaube, das Bett verkaufen wir. Wer möchte auch in einem benutzten Bett schlafen, ne? Also am besten noch mit den benutzten Decken von dem Vormieter hier. Vor allem, wir wissen ja nicht mal, wer hier vorher gewohnt hat. Ach Quatsch. Nee. Gereinigt ist doch hier alles. So, erstmal zerstören wir hier alles. Aber schön viele Fenster hat diese Wohnung, ne? Gut, dann fangen wir damit an. Dann machen wir hier mal so einen schönen Flur hin, würde ich sagen, oder? Den machen wir, glaube ich, aber mal so, wie er schon vorher war. Und ich möchte tatsächlich dieses Mal gerne zwei Leute drin haben. Immer noch nicht so ganz sicher, wie ich das machen soll. Also. Könnte natürlich jetzt hier so zwei Räume draus machen. Das Gute ist, dass sie alle schön lichtdurchflutet sind. Ich glaube, so machen wir das auch. So. Gibt's wieder nur kleine Räume, aber schön Licht durchflutet. Dann machen wir hier vorne Wohnzimmer hin und hier hinten Küche, oder? Oder andersrum? Nee, wir machen hier mal hier vorne Küche hin. Obwohl, im Endeffekt kann man auch alles, können wir auch gemeinsam machen. Also lassen, ne? So mit Küche und. Aber ein Badezimmer brauchen wir. Mensch, das hätte ich doch fast vergessen. Das Bad. Machen wir das so? Ist hier das Badezimmer, hier die Küche, hier vorne Wohnzimmer. Sehr gut. Klingt nach einem Plan. So, einmal da, einmal da, einmal da. So. Ja. Ich glaube, das hört sich gut an. Dann machen wir hier mal ein paar Türen rein. Und zwar nehmen wir mal die hier. Zack, zack und zack. Guck mal, selbst im Badezimmer haben sie ein Fenster. Ja, Küche, Wohnzimmer ist auch nur ein Fenster, aber naja, gibt Schlimmeres. Ich könnte natürlich auch hier das eine Zimmer hinmachen. Und hier das andere Zimmer hinmachen.
jedes Badezimmer hinmachen. Nee, aber das ist auch doof. Ich lasse das so. So ist schon in Ordnung. Fenster bräuchten wir vielleicht. Hey, Fenster sind drin, ne? Fenster. Fenster sind drin, ne? Hab ich hier auch Fenster? Nee. Ja, aber was sind denn da? Ach so. Gut. Also. Dann machen wir einmal hier das Wohnzimmer erstmal. Hier hinten kommt Küche, unser Standardboden für die Küche. Dann nehmen wir... Nee, das hier wollte ich nehmen. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut nehmen, oder? Ich könnte noch das nehmen, ne? Ich nehme das. So, das. Und hier auch nochmal Fliesen. Ich könnte auch mal so die Fliese nehmen, ne? Was ist das? Zeitgemäß. Einfach. Gibt's irgendwas Zeitgemäßes? Der blaue, ja. Da bin ich aber kein Freund von. Der blaue ebenfalls. Hm. Ja, ich weiß nicht. Ist auch Linoleum wieder? Nee, bin ich irgendwie nicht so ganz mit einig. Aber ich glaube, den können wir machen. Dann ist ja mal ein bisschen was anderes drin. Da. So. Dann haben wir quasi hier vorne dann das Wohnzimmer. Klein, aber fein. Und hier drüben halt die Küche, ne? So, das war der Plan. Dann brauchen wir eine Dusche, würde ich da jetzt nicht unbedingt mitmachen. Wir haben auch Badewannen, glaube ich, ne? Wir haben auch Badewannen. Die passt da aber nicht hin. Und hier auch nicht. Selbst die passt hier nicht hin. Mist. Ist sehr groß. Ist jetzt natürlich doof, ne? Die hier ist noch größer. Nehmen wir mal die hier. Ich weiß nicht, kann ich die Toilette noch daneben machen? Tatsächlich, und keiner beschwert sich, ne? Machen wir das so? Klappt doch. Dann machen wir das noch dorthin und dann ist hier auch die Tür frei und dann ist alles gut. Würde ich jetzt mal so sagen. Hätte ich tatsächlich gerne wieder Fliesen. Aber fliesenmäßig haben wir nicht so viel, ne? Die hier nur. Nehmen wir mal die. Und dann machen wir den Rest weiß. So. Ein Badezimmer. Das Badezimmer braucht noch einen Spiegel. Ja, nehmen wir mal den hier. So. Dann, was braucht das Badezimmer noch so Feines? Eine Dusche braucht es nicht, weil wir ja die Badewanne haben. Weil ich wollte hier fürs Fenster nicht direkt die Dusche hinmachen. Ich weiß, die Badewanne ist auch nicht viel besser, aber vielleicht doch ein wenig. Dann wird zumindest das Fenster nicht nass beim Duschen. So. Haben wir hier auch... Vorhänge, wo sind die Vorhänge? Achso, ein kleiner Badteppich, der kann hier auch nochmal hin. Den machen wir so direkt hier vors Waschbecken. Morgens in der Früh beim Zähneputzen kriegt man dann keine kalten Füßchen.
So, dann gucken wir mal nochmal weiter. Hier sind Vorhänge tatsächlich. Zugvorhänge. Oh, die gehen doch. Die gehen doch. Die nehmen wir. So. Sehr schön. So. Dann machen wir hier nochmal, Pflanzen wären nicht schlecht, glaube ich, ne? Machen wir hier eine hin. Und hier eine hin. So. Sieht das doch schon viel schöner aus. Klopapierrollenhalter? Ja, passt. Sehr gut. Ist ja im Moment nicht selbstverständlich. So, eine Klobürste. Jetzt passt das nicht mehr. Schade. Egal, dann lassen wir das so. Aber wir haben auf jeden Fall einen Klopapierrollenhalter. Und trotzdem noch auf Klobürste. Anscheinend. So, dann machen wir uns mal an die Küche hier ran. Als erstes mache ich hier überall mal blassweiße Farbe hin. So, das ist dann die Grundlage quasi. Da. Also, die Küche ist auf jeden Fall größer als... Ah, nee, die eine Wohnung hat eine größere Küche, definitiv. Gut. Da ist natürlich das Wohnzimmer gleich nebenan. Aber ich möchte das auch nicht trennen, weil halt da das Fenster ist, ne? Ansonsten hat das Wohnzimmer kein Fenster. Da hat jemand Geld überwiesen, das ist sehr gut. Pause kann ich es leider nicht machen. So. Also, die brauchen auf jeden Fall einen Kühlschrank. Den machen wir mal hier an die Seite. Der gefällt mir, der Kühlschrank. Dann können wir, glaube ich, mal einen modernen nehmen, ne? Wir machen jetzt mal ganz was anderes hier. Ist das Cocoa? Ja, Cocoa. Müssen wir uns merken. So. Dann noch die Spüle dazu. Cocoa Küchenspüle. Dann ein Herd. So. Und noch eine. Oh, warte mal. Einen Cocoa Spülmaschinenschrank gibt's nicht, ne? Ne. Mm-mm. Gibt es leider nicht. Ne, ich habe gerade nur geguckt, ob das sinnvoller wäre, aber ist es, glaube ich, nicht, hier die Ecke reinzumachen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich völlig egal. Nee. Tut mir leid, lieber Bieter, es gibt keine Spülmaschine für dich. Aber, naja, du hast ja ein Waschbecken, ne? So. Super. Dann machen wir hier noch die Dunstabzugshaube hin, so. Natürlich die moderne, weil das ja jetzt hier ein bisschen moderner werden soll. Bisschen zumindestens. Aber ich glaube, hier gibt es auch gar keine Hängeschränke für, ne? Oder der hier? Passt der? Ja doch, eigentlich schon, ne? Machen wir einfach hier links und rechts einen hin. So. Dann passt das. Ist natürlich jetzt hier merkwürdig, dass da nichts neben der Spüle kommt, aber ja. Das ist schon okay. So. Dann machen wir hier noch irgendwie so ein schickes. So. Ja, mit Obst und Gemüse. Oder das ist ja nicht nur Obst drin.
Die Mikrowelle stellen wir da mal in den Schrank. Das ist okay. Dann. Was könnte man noch gebrauchen? Wie war das mit dem Toaster? So, wobei, die können wir auch hier oben reinstellen, ne? Ach, schade, den kann man nicht an die Seite stellen. Das ist ja jetzt ärgerlich. Na gut, dann stelle ich den dorthin und den Wasserkocher stelle ich daneben. Sonst hätten wir da wieder diese Diskussion. Ne, mit Wasserkocher und Booster. So. Jetzt haben wir hier beides. Davor stellen wir hier noch so einen kleinen Kaktus hin. Ja, damit jeder, der an diesen Toaster ran möchte, erstmal von diesem Kaktus gestochen wird. Absolut sinnvoll. Oben drauf stellen wir nochmal eine kleine Pflanze. Die gefällt mir besser. Ja, ist doch schick. Kann man doch so lassen. Dann haben wir zwei Schlafzimmer. Ich sag ja, die Wohnung wird nachher wesentlich mehr wert sein. Oh, wir haben kaum Geld noch, ne? Ja, das ganze Geld steckt hier in dieser Wohnung. Gut. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht mehr so viel Geld ausgeben. Es ist ganz viel Geld jetzt in die Küche und ins Badezimmer anscheinend geflossen. Ne, ich lasse das so. Ich habe gerade überlegt, ob ich diese Fliesen auch hier hinten ran machen soll, aber ich lasse das so. So, Schlafzimmer. Wir nehmen das Bett hier, würde ich mal sagen. Einmal in Rot. Dann hätte ich hier auch gerne wieder, wo war denn das jetzt? Da sind die Vorhänge. Vorhänge. So. Ja, damit man hier auch beim Schlafen schön die Vorhänge zuziehen kann. Dann ein Nachtschränklein. So. Und ein Schrank. Da kommt das Telefon. Dann könnten wir nochmal... Schade, wir haben kaum noch Geld. Ich müsste, glaube ich, gleich einfach mal einen Job machen. Dann kommt nämlich wieder ein bisschen Geld rein. So. Ach nee. Oh, oh, oh. Ich könnte natürlich die Wohnung, so wie sie jetzt hier ist, auch schon vermieten. Nee, könnte ich nicht. Sitz fehlt. Egal. Ich mache einfach gleich einen Job. Oh. Verlassen. Vermieten wir diese Wohnung noch nicht, dann mache ich jetzt erstmal einen Auftrag. Aber, das ist ein Babysitter-Job, den nehmen wir natürlich sofort an. Aber diesen Job erledigen wir nächste Folge, damit wir hier renovieren können. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ich sage Tschüss.